Gleich frühmorgens geht's los. Drei Küstenfischer sind Gast auf dem Forschungsschiff Solea. Ihren Beruf üben sie schon fast ihr ganzes Leben aus. Jetzt sind sie wieder Azubis an Deck. Insgesamt 11 Küstenfischer machen mit bei der Ausbildung zu Sea Rangern. Unterstützt werden sie dabei von Wissenschaftlern des Thünen-Institutes für Ostseefischerei. Sea Ranger, das ist ein Pilotprojekt und ein Schritt zur Rettung der Küstenfischerei. Ein jahrhundertealter Beruf ist vom Aussterben bedroht. Denn dem Fisch in der Ostsee geht es nicht gut. Es gibt kaum noch Dorsch und Hering. Die Küstenfischer können von ihrem Beruf kaum noch leben. Matthias Laban ist bei der Praxisausbildung dabei. Normalerweise fischt er vor der Insel Usedom. Der 40-Jährige hat in seiner Laufbahn Höhen und Tiefen mitgemacht. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie, sagt er. 2016 hat er noch 150 Tonnen Hering pro Saison gefangen. Jetzt sind es nur noch 5. Fangbeschränkungen machen den Küstenfischern zu schaffen. Matthias Laban macht sich Sorgen um den Nachwuchs. Wir müssen ja die Küstenfischerei und auch so gesehen den Nachwuchs generieren, ne? Dass wir die Küstenfischerei dadurch auch retten können, weil es gibt im Augenblick fast gar keine Lehrlinge mehr, die das machen wollen. Und es ist auch gar keine Perspektive im Augenblick dafür da, dass man jungen Menschen dafür ermutigen könnte, das zu machen. Und deswegen bin ich jetzt auch dabei, um so einen anderen Berufszweig, sag ich mal, nennt sich das ja heutzutage, aufzubauen, um da Leute und junge Leute und uns auch selber ein Einkommen zu generieren. Weil für uns, wir haben ja auch immer weniger Einkommen, da wir weniger Quote haben und andere Gesetze, die wir einhalten müssen, schrumpft unser Gehalt auch von Jahr zu Jahr. Die Zusammenarbeit mit den Forschern kann den Fischern künftig dabei helfen, zusätzlich Geld zu verdienen und Nachwuchs zu gewinnen. Die Wissenschaftler können mit Hilfe der Fischer herausfinden, warum es der Ostsee schlecht geht. Die Initiative für die Sea Ranger Ausbildung ging von der Fischereigenossenschaft Wismarbucht aus. Im Oktober haben die Küstenfischer in ihrer neuen Rolle als Lehrlinge in Sassnitz auf Rügen die Schulbank gedrückt. Auf dem Plan standen unter anderem Recht, Öffentlichkeitsarbeit und Meeresbiologie. Auf dem Forschungsschiff Solea geht's in die Praxis. Na, die Praxis an sich jetzt hier, wie die Leute hier arbeiten, sag ich mal, die jetzt das Netz reinholen, das ist ja wie bei uns auch, aber so wie die Wissenschaftler arbeiten, den Fisch vermessen, ne, den auseinandernehmen, Okolyten rausholen, also das hat man vorher natürlich als Fischer ja nicht so gemacht. Ne. Oder auch Daten erheben mit Hydrographie-Sonden und so, das ist ja alles Neuland für uns, aber schon eine schöne Sache, das mal so zu sehen. 6 Tage sind die zukünftigen Sea Ranger gerade auf Forschungsschiffen unterwegs. Mit Vollverpflegung und Übernachtung. Die Küstenfischer lernen von den Forschern, später sollen sie kooperieren und regelmäßig Messungen liefern. Heute heißt es, Kameras ins Schleppnetz installieren, Fische ausmessen und eine Sonde versenken. Die Forscher nutzen sonst 100.000 Euro Sonden, für die Fischer gibt es kleinere, günstigere Modelle. Matthias Laban hat schon gelernt, wie diese funktionieren. Diese Sonde wurde für uns entwickelt oder allein für Boote, Flachwassergebiete, wo man auch mit so einer großen Sonde, mit so einem großen Schiff nicht hinkommt, kann man hier mit der Sonde eben Sauerstoff messen, Temperatur, Salzgehalt und Druck. Und das kann man eben bei unseren kleinen Fischkuttern, kann man die gut nehmen. Das wurde vom Thünen und IOW mitentwickelt. Und diese Sonde kann man, die lässt man im Wasser rein, die erkennt dann automatisch, dass sie jetzt im Wasser ist, fängt dann an, die Daten aufzunehmen, dann kann man sie runterlassen. Das bereiten wir ja mal vor, wie das gemacht wird. Lassen die dann langsam runter von, sag ich mal, von 1 Meter bis, wenn jetzt 20 Meter tief ist, kurz vom Meeresboden stoppt, halten wir sie dann an und dann ziehen wir sie wieder langsam hoch. Und wenn sie oben ist, dann pusten wir einmal durch, dann erkennt sie, dass sie wieder an der Luft ist und sendet die Daten, müssen wir oben dann mal gucken, an diese Blackbox. Damit können Hinweise gefunden werden, warum es zum Beispiel dem Dorsch schlecht geht. Für die Forscher ist die Zusammenarbeit mit den Sea Rangern ein Glücksfall.
Die Ausbildung der Sea Ranger, die erlaubt uns jetzt, dass wir sozusagen ein bisschen von unserer Arbeit abgeben können, dass die Fischer ohne den Wissenschaftlern arbeiten können, Daten sammeln können, die dann aber von uns genauso genutzt werden können. Und das erleichtert das Ganze uns zum einen, zum anderen ermöglicht es aber auch, dass wir viel mehr Daten sammeln können, weil wir dann halt nicht dabei sein müssen. Das heißt, die Fischer sind jetzt ausgebildet, dass sie die Daten selber erfassen können. Sie sind an der ganzen Ostseeküste verteilt und können somit an vielen verschiedenen Orten und auch über das ganze Jahr hinweg Daten sammeln. Sind also nicht auf die Versuchsperioden von uns angewiesen, sondern können die ganze Zeit arbeiten. Jetzt arbeiten die Fischer die Kameras in das 60 Meter breite Schleppnetz ein. Die Aufgabe? Fische beobachten und identifizieren. Der Fang heute: Plattfisch aller Art, Scholle, Flunder, Kniesche und Steinbutt. Diese werden sortiert und gewogen und, besonders wichtig, ausgemessen. Dadurch sind Rückschlüsse auf die Geburtenzahl, das Wachstum und Sterberaten der Fischarten möglich. Wir haben jetzt so viele Sachen gelernt, was man jetzt auch leisten kann, dann nachher die Fischer die Daten dann halt liefern können und ja, Abläufe zum Beispiel jetzt mit Fischen, mit Jungfischen und man hat auch einen anderen Einblick in der Natur, was so passiert jetzt gerade auch. Wir müssen uns breiter aufstellen, ne? Wir müssen die Natur verstehen und wir müssen die Fischerei verstehen. Wir müssen unser maritimes Erbe bewahren, das ist ganz wichtig und wir müssen Perspektiven für die Zukunft schaffen. 14 Wochen Ausbildung über ein halbes Jahr verteilt. In dieser Zeit muss natürlich das reguläre Geschäft der Fischer zurückstecken. Monatelang kein Einkommen. Bei Fahrt- und Unterbringungskosten gehen sie in Vorkasse. Aber das ist es wert, so Fischer Matthias Laban. Na, wir hoffen, dass wir das in unsere Fischerei mit einbauen können. So Datenerhebungen, ne, und Fische vermessen. Weil wir die Fischen tun wir ja so und so. Und wenn wir dann für die Forschung da was mit leisten können, wäre das eine schöne Sache. Wäre ein Win-Win-Situation, sag ich mal, für alle. Für die Startphase hat das Land Mittel aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds zur Verfügung gestellt. Geht alles gut, werden die künftigen Sea Ranger in der ersten Juniwoche in Sassnitz auf Rügen ihre Abschlussprüfung ablegen. Dann sind sie offiziell Fachwirte für Fischerei und Meeresumwelt oder halt Sea Ranger. Auch Umweltbildung für Kinder und Aufklärung von Touristen gehören zu den Aufgaben. Sea Ranger, ein Beruf, der die Küstenfischerei und die mit ihr verbundene Tradition vor dem Aussterben bewahren könnte.